Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge RimWorld. Wir warten gespannt den Angriff gleich ab. Natürlich in der Nacht, wo alle pennen, wo vorher hier ein Kabel explodiert, wo uns auch noch vorher ein verrücktes Tier angegriffen hat. Wie soll's auch anders sein? Wenn die Zufälle nicht so wären, wäre es ja auch langweilig. Ich glaube, ich brauche da oben ein neues Gefangenenbett, oder? Also, ich guck mal ganz kurz, könnte ich da überhaupt eins platzieren später? Werden die wach, wenn ich die in Kampfmodus setze? Von wo kamen die? Von da unten, okay. Die greifen jetzt an. Okay, wir müssen in den Kampfmodus. Es tut mir echt leid, dass ich die jetzt wecken muss. Kampfmodus, Junge, raus hier. Du gehst dahin. Du gehst in den Kampfmodus. Du gehst dahin und du musst... Leider musst du auch in den Kampfmodus und gehst dahin. Die hat ihre Keule, die geht auch in den Kampfmodus. Wo sind die anderen? Da. Kampfmodus beenden. Tut mir leid, ey. Tut mir echt leid, dass die jetzt aufstehen müssen. Oh, jetzt können sie sich auch wieder pennen legen. Shit. Okay, die sind beide tot, ne? Tot und tot. Das heißt, wir brauchen noch gleich auch zwei Gräber. Das können wir mal eben kurz machen hier, ne? Das ist ja, also, puh. Den Kampf gut überlebt, war jetzt nicht das strengste, sag ich schon, das schlimmste. Setzen wir mal hier die nächsten beiden Gräber hin. Sehr gut, sie kümmert sich schon mal um die Leute. Und wir müssen kochen. Aufgaben, einfache Mahlzeiten. Man soll die mal ruhig was rauskloppen. 40 Stück oder so. Ja, alles reparieren, alles machen, alles tun. Genau. Leichen wegpacken. Du machst mal hier zwei Kreaturen. So. Was? Nicole. So. Können wir die überzeugen, dass die bei uns jetzt mitmacht? Das wäre natürlich, weiß ich gar nicht. Die steht jetzt nicht da oben drin. Kann ich dem hier was sagen? Kann ich dem hier Blitz ausziehen? Nein. Achso, sie ist immer noch unsere Gefangene. Was kommt da jetzt? Ein starker Schmerz hämmert im Kopf deiner männlichen Kolonisten. Eine weit entfernte Maschine rührt sich. Sie hat eine starke psychische Summe über die gesamte Region auf die Frequenz, die scheinbar das männliche Geschlecht erfasst. Die Stimmung deiner Kolonisten wird sich über die nächsten Tage deutlich verschlechtern. Shit. Das ist nicht gut. Kannst du irgendwas tun? Machst du sauber oder irgendwie so? Kann ich priorisieren. Ja, okay. Gut, dann wird sich die Psyche meiner Männer ein bisschen verschlechtern. Der verabscheut Arbeit, der verabscheut alles, ne? Dieser Typ hier. Kannst du sauber machen? Ne, kann er auch nicht. Er kann ja nix. Transportierst du die Dinger ab? Dann gucken wir das mal nach. Objekte wegtragen. Macht er das? Naja, der ist halt ein gemütlicher, ne? Der macht hier und da so ein bisschen... Na gut, komm. Die schleppen dann noch. Er nimmt noch mal was zu naschen mit in seine Höhle. Sonst geht's denen eigentlich ganz gut, ne? Jetzt darf ich natürlich nicht wegen der Psyche das vergessen. Dass da noch was passiert. Es waren eigentlich vier. Zwei sind nur angekommen. Von den Gegnern. Das müssten wir dann vielleicht nochmal sauber machen.
Stoff, ich bin am überlegen, ob ich sag hier auch nochmal andere Sachen reinpacken, ne? Wir haben hier noch ganz schön viele Marmorblöcke. Aber das ist okay. Nebenbei so ein bisschen hier. Doch, ich finde, das sieht ganz cool aus. Fehlen wir hier. Hier fehlen noch Böden, ne? Was haben wir jetzt da? Hier sind Granitplatten, ne? Granitfliesen, ja. Alles klar. Architektur. Böden. Ups, da war ich schon drin. Sorry. Granitfliesen. Setzen wir mal in die Eingänge rein, ne? Dann sieht das vielleicht ein bisschen schöner aus. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass die zu uns rüberkommt? Gefängnis. Keine Interaktion. Freundliche Gespräche. Anwerben. Schussgenauigkeit. Freilassen. Exekutieren. Machen wir mal auf Anwerben. Ah, guck mal, der packt da was hin und der Hund frisst es weg. Wie geil. Wie assi ist der Hund denn bitte? Okay. Geschichte-Tab. Mit dem Geschichte-Tab am unteren Bildschirm kannst du zeitlich Verlauf deiner Kolonie einsehen. Okay. Klicken wir mal drauf. Da waren wir noch gar nicht. Tag, Wert. Okay. Statistiken. Spielzeit. 5 Stunden und okay. Alles klar. Können wir da mal gucken. Schussgenauigkeit. Es besteht die Möglichkeit, sich anzeigen zu lassen, wie hoch die Trefferchance eines Schusses sein wird. Wähle dazu Schützen aus. Ja gut, das haben wir gerade schon mal geguckt. Mit den entsprechenden Waffen. Siehst du, die schlachtet und bringt das dann gleich hoch. Das ist gut. So haben wir dann nichts verschwendet. Wasserschwein, Haut, Affenfell. Hier soll doch alles rein, oder? Lager? Hier sollen doch Textilien? Zählt das unter Rohstoffe? Kleidung? Ich mach Kleidung nochmal. Ich mach Kleidung nochmal an. Kleidung soll da auch rein. Wo war's jetzt? Waffen, Kleidung. Speichern. Hervorragend. Speichern mag ich. Die schleppen das hier schön von A nach B. Das finde ich auch gut. Ich habe jetzt auf Anwerben geklickt, ne? Hier oben. Gefängnis. Anwerben, ja. Schwierigkeit der Anwerbung. 91%. Freundliches Gespräch dann vielleicht erstmal. Vielleicht sinkt das ja ein bisschen. Und jetzt ist er wieder untätig. Naja gut, er hat wenigstens ein bisschen was gemacht. Forschen. Oh, forschen. Kann der Forschen priorisieren? Nicht priorisierbar, nee. Ja, die Forschungen, die laufen halt scheiße langsam, ne? Ah, das ist ärgerlich. Ah, guck mal, die machen sauber, die haben hier echt viel zu tun. Nur er nicht. Siehst du, und hier haben wir jetzt Waffen liegen. Sehr geil. Oh, hier fehlen noch Marmorblöcke. Sehe ich gerade. Achso, befindet sich bereits an dieser Stelle ein Teil. Jetzt sind die wieder alle am Pennen. Hervorragend. Doch, läuft. Die können hier die Sachen fertig bauen. Das sieht gut aus. Die Sachen wachsen und gedeihen. Nahrung 8, 10... 3. Ich mache nochmal mehr, wenn die damit noch nicht fertig ist. Wiederhole x mal. Wiederhole für immer. Ich mache einfach nochmal 40 oder sowas da rein. Irgendwie das mit dem Wiederholen, das ist irgendwie, keine Ahnung, ist irgendwie komisch. Immer noch 91%. Ich gucke mal, ob sich das irgendwie so ein bisschen ändert oder nicht. Ich weiß auch nicht, ob ein hoher Wert gut ist oder schlecht. Es kann ja auch sein, dass der hohe Wert sagt, oh, ist doof. Weiß ich nicht. Oder ob das heißt, hoher Wert ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die
dass die zu uns kommt. Das kann natürlich auch sein, ne? Eigentlich geht es unseren Leuten ganz gut. Da warten wir mal ein bisschen ab. Da warten wir mal ein bisschen ab, ob sich das ändert oder nicht. Die haben hier noch so viel zu tun. Hufeisenwerfen finde ich da unten völlig okay. Das Einzige, was halt stört, ist, dass ich die Forschung nicht priorisieren kann. Auch nicht mit ihm. Ich konnte mit keinem die Forschung priorisieren. Forscher arbeiten hier, um neue Dinge zu entdecken. Das dauert halt sacklangsam. Ich habe da auch leider keinen Forscher. Und ich glaube, ein Tisch ist nur das, was bringt, ne? Wie die Lagerplätze fast voll sind. Wie ist es bei ihr eigentlich mit Kochen jetzt mal langsam? Wird das besser? Bergbau, Kochen 4. Oh ja, guck. Pro Mahlzeit. Oh, dann darf die ordentlich was machen. Hui. Setzen wir da vielleicht auch mal eine Lampe rein, oder? Möbel, Stehlampe. Wenn wir da wenigstens so eine Lampe reinbauen. Vielleicht nochmal so einen Nachttisch. Keine Ahnung, ob das irgendwie was bringt oder ob sie dadurch einfach nur böse wird. Freundlich. Gefängnis. Immer noch 91%. Nee, das hat bis jetzt nichts gebracht. Ah, die hat ganz schön viel Freiraum, ne? Ha, was mache ich denn da? Also ich will die halt gerne in der Kolonie haben. Die hat echt was drauf, ne? 54 ist okay vom Alter. Schlafraum in Ordnung, 41. Er findet den Schlafraum in Ordnung? Junge, komm mal klar. Durchschnitt 40. Durchschnitt in Ordnung 44. Ach, hier ist noch... Müssen wir da einen anderen Boden reinsetzen? Böden? Leicht entflammbar. Marmor, Fliesen. Ein Raumschiff sieht gut aus, benötigt aber viel Material und Arbeitszeit. Silberfliesen finde ich ein bisschen... Kalksteinplatten. Metallfliesen, ja, das ist halt... Marmorplatte. Nicht sonderlich schön, aber sie bietet eine gute Oberfläche für Straßen und Wege. Ja, das stimmt. Das ist wirklich nicht so schön, aber ich dachte, das würde wohl klappen, ne? Metallfliesen. Sollen wir hier mal Metallfliesen legen? Gucken, ist hier wieder irgendwo was abgestürzt? Normalerweise kriegen wir ja immer Bescheid. Aber ich bin da halt auch ein bisschen verballert, was das betrifft. Da sehe ich halt gerne mal drüber weg. Wenn da sowas... Hier, guck. Stahl, bumm, erlauben. Siehst du? Das meine ich damit. Einfach mal gucken. Da ist wieder irgendwo ein Blitz eingeschlagen. Hier unten auch irgendwo. Boah, das ist echt fies, ne? Was hier die ganze Zeit knallt und explodiert. Oh, viel Feuer. Uiuiui. Uiuiuiui. Hauptsache, du lässt meine Kolonie in Ruhe. Was sagt jetzt der Raum? 46%. Wir verbessern uns. Sehr schön. Temperatur habe ich eingestellt, ne? 21 Grad. Zieltemperatur 19. 17 können wir, glaube ich, ein bisschen höher drehen. 18 ist eigentlich okay, ne? Brauchen wir hier oben auch noch, ne? So ein Ding. Ey, da muss ich gleich mal echt gucken. Das ist ja fies, ne? Temperatur. Kühlung. Ist hier halt sehr warm, ne?
Aber wenn die das da oben auch fertig haben, dann bin ich eigentlich zufrieden. Oh. Feuer. Feuer. Löscht es. So geil, dass die das austreten, ne? Oh, ein Träumchen, du. Ah, die brauchen wirklich lange, um die Sachen hier zu verlegen. Aber das will ich. Ich will das hier cool haben. Dass das wirklich aussieht wie eine Straße. Jetzt hat sie nichts zu tun. Freizeit wahrscheinlich gerade, ne? Bisschen spielen, schlafen. Sehr gut. Guckt euch das mal an. Die ist richtig gut zufrieden. Was sagst du jetzt? Gefängnis. Immer noch 91%. Bekommt Essen. Normale medizinisch oder schlechter? Bestmögliche medizinische Versorgung. Kräutermedizin oder schlechter? Gehen wir mal darauf. Gehen wir mal auf Anwerben. Dann gucken wir gleich mal hier bei Sozial. Hat das Angebot abgelehnt. Ah, schade. Ich kann auch immer nur eins auswählen, ne? Muss man die einfach ewig und 3 Tage da drin lassen? Freundliche Gespräche. Bleiben wir mal bei freundlichen Gesprächen. Neutral steht hier. Gefesselt, dies verlangsamt. Hm. Oder müssen wir ihr wirklich einfach nur sagen, oh, guck mal, wie schön das hier ist? Zusammenbruch leicht, ja gut. Das Risiko, wenn da jemand zusammenbricht, auf leicht, das finde ich völlig vertretbar. Gucken wir mal sozial. Über sich, okay, das finde ich gut. Freundlich, alles toll. Inventar. Stoffhose, schäbig, bla 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 bla. Alles irgendwie schäbig und doof bei denen, ne? Irgendwie. Können wir hier nichts bauen? Weil hier wieder so ein Matscheweg ist? Mal kurz gucken. Böden. Oder? Ja, ist wahrscheinlich wieder so ein Matscheboden, ne? Ich muss immer noch mal gucken, dass das wirklich die Granitfliesen waren. Ja. Ja gut, ist egal. Dann haben wir hier zwischendurch so ein paar Zusammenbruch, Trauer. Die Ursache, die das fast zum Überlaufen fühlt sich, fühle mich entsetzlich. Läuft traurig umher. Okay, wieso? Was ist denn dein Problem? 111 ist das Alter, was er erreichen würde, oder was? Respekt. Wieso fühlt er sich denn entsetzlich? Hm. Was hast du denn? Bedürfnisse hier, ne? Draußen geschlafen? Ja, warum auch? In der Kälte geschlafen, abscheuliche Umgebung, leichte Schmerzen. Aua, das tut weh. Und er fühlt sich entsetzt. Ja, okay, gut. Kannst du mit ihm reden? Ah, der hat sich mit deiner Perle, hat er sich gut unterhalten, ne? Priorisiere, reinige Dreck, das... Na gut, dann läuft er halt jetzt ein bisschen traurig durch die Gegend, soll er machen. Da kann ich halt wenig gegen tun, ne? Du sollst bitte das Ding. Kein Material. Was fehlt denn? Scheiße. Mist, was fehlt denn da? Da hab ich doch gerade nachgeguckt. Ich konnte das Ding doch einfach setzen. Wieso, wieso, wieso? Was? Stahl, 3 Bauteile. 3 Bauteile fehlen. Haben wir hier irgendwo Bauteile rumliegen? das wäre ja mal schön zu wissen. Der ist tot, das Tier da oben ist auch tot. Könnten wir alle mitnehmen, die Tiere. Und aufsammeln.
Bauteile, Bauteile, Bauteile. Können wir Bauteile irgendwie herstellen? Nee, ne? Die sind alle tot. Was ist denn bei euch passiert? Ist ja unglaublich, wie die Tiere hier verrecken. Ne, Bauteile sehe ich so keine. Also von einem Absturz. Können wir die bauen hier? Aufgaben, Aufgabe hinzufügen. Nö. Na gut, dann ist doof, ne? Dann ist natürlich, dann ist es, unglücklich. Abreißen. Und eine Wand reinsetzen. Das ist natürlich klar, dass ihm das nicht gefällt. Na, er läuft immer noch planlos durch die Gegend. Alter! Freundbeschuss. Verbündete nahe stehen können sich gegenseitig nicht verletzen. Du kannst zum Beispiel einen Schwertkämpfer direkt vor einen Schützen stellen. Ah, okay, cool. Da hatte ich gerade schon ein bisschen Schiss vor, dass das nicht so klappt. Bist du immer noch so? Ja. Und wenn sich das nicht ändert, dann kommt halt irgendwann die Kelle und dann brauche ich die Frau nicht mehr. Aber das wäre cool. Also die, ich finde die halt echt sackstark von den Werten. Genau, ihr geht erstmal was essen. Ist ja egal wo. So. Und der plödelt da immer noch einfach durch die Gegend, ne? Hunger. Ja, natürlich hat er Hunger. Was soll ich denn tun? Man kann doch nicht mit ihm reden hier. Der läuft halt einfach planlos durch die Gegend. Ist halt einfach so. Na gut, wenn ihm das halt nicht gefällt, da kann ich wenig tun, ne? Sag ich mal ganz doof. Ah, das mit der Forschung, das stört mich, ne? Dass wir hier die Forschung nicht schneller machen können. Steht ja auch nicht in der Beschreibung. Das ist halt das, was mich ein bisschen stört, ne? Wenn ich jetzt auf Produktion gehe, da steht halt nicht, dass irgendwie ein zweiter oder eine weitere, dass das dann besser läuft. Das finde ich dann irgendwie schade. Ah, die chillen noch so ein bisschen, das finde ich ganz cool. Aber bevor die nichts zu tun haben, was bauen wir denn dann mal? Hier haben wir einen Gefängnisbereich. Ein Schlafbereich natürlich direkt daneben ist nicht so das Schönste, aber das ist okay. Ich würde vielleicht sagen, ich setze hier oben auch noch Wohnbereiche. Ich habe die halt sehr dicht aneinander gekloppt, sehe ich gerade, ne? Dafür, dass wir hier so viel Platz haben und brauchen auch. Vor allem brauchen. Hier oben nochmal einen rein. So einen Schlafplatz, dann haben wir den fertig, ne? Das machen wir, glaube ich. Dann hätten wir ihn fertig, weil das jetzt mit dem Ding, das kam überraschend, ne? Mit dem gefährlich sein. Wo kannst du denn raus? So. Und so. Dann machen wir zwei Türen. Ja, so machen wir das. Dann legen wir da auch direkt mal einen ordentlichen Boden rein, ne? Direkt mal, wenn. Dann machen wir da auch was Ordentliches rein. Ja, Metallfliesen will ich halt nicht nochmal setzen, ne? Das ist, sauteuer. Für das heimische Gefühl. Komm. Die meisten beschweren sich ja nicht so krass wie die Frau da unten. Und hier ziehe ich jetzt nochmal eine Wand in der Mitte durch. Dann haben wir nämlich hier auch wieder zwei Schlafbereiche. Strukturen. Ach, guck mal. Ich wollte gerade die ganze Zeit sagen, scheiße, dass ich die Wände nur aus Holz machen kann. Ja, okay. Wir können also auch andere Wände setzen. Shit. Oh Mann. Die Tür dann auch, ne?
Okay, dann müssen wir das leider nochmal machen. Ja, gut. Das tut mir leid. Tür auf Geschwindigkeit. Gut, da befindet sich schon... Au, shit. Ja gut, und ich wollte mich gerade schon beschwert haben, dass wir nur aus Holz bauen können. Nee, ich musste einfach nochmal draufklicken. Dann soll der vielleicht nochmal ein bisschen Marmorsachen machen. Was haben wir denn hier? Schieferbrocken. Können wir die Wand auch aus Schieferstein machen? Eigentlich schon, ne? Marmor und Granit. Vielleicht auch nur, weil wir davon nur die Dinge haben, oder? Schieferblöcke. So, sagt sie immer noch, ist scheiße? Wahrscheinlich, ne? 91%. Ja, das ist schwer. Die zu überzeugen ist schwer. Und der läuft immer noch einfach durch die Gegend. Wie kriege ich den denn wieder normal? Bedürfnisse? Verhungert. Was? Wie kriege ich das denn jetzt hin, ey? Scheiße, der verreckt mir hier einfach nur, weil der gerade irgendwie so eine Depri-Phase hat, ne? Körper. Schussnarbe, Nahrungsmangel. Oh, 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 das ist nicht gut. Guck mal, so eine Mauern. Das ist das, was ich will. Gut, ist jetzt egal. Jetzt trenne ich da nur die eine Mauer. Aber das ist halt auch mal interessant zu wissen, ne? Dass das alles so geht? Nein, bitte verhungern nicht. Bitte nicht. Keine Ahnung. Ist doch einfach ein Tier. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Trauriger Wanderer. Inventar, der hat eine schwere Knarre, der ist super. Ich will den behalten, der ist zwar ein bisschen faul. Stimmung, die Stimmung zeigt an, wie glücklich, bla 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 bla. Schwellenwert extrem, Erholung, ja, ist natürlich im Arsch. Nahrung, der verhungert mir hier gleich. Kann ich irgendwie was machen? Ich kann mit keinem hier drauf klicken. Ich kann ihm auch nichts befehlen. Schalte Umgebungsanzeige. Ja gut, nee, das will ich gar nicht. Gut, dann müssen wir abwarten. Abwarten, was passiert. Die anderen sind gut und stabil. Er ist auch stabil. Aber der hat halt irgendwie keinen Bock, ne? Der hat irgendwie keinen Bock auf nichts. Ich spule mal vor. Wenn er sich nicht gleich wieder einkriegt, ich weiß nicht, ich kann nicht mit ihm reden. Ich kann ihm keine Befehle geben. Ich kann da leider wenig gegen tun. Und da ich jetzt keine Lust habe, das Internet aufzurufen und zu gucken, was ich machen kann, wird er vielleicht verhungern. Hunger erschöpft. Risiko Zusammenbruch schwer. Ah, jetzt ist er wieder normal. Ja, sehr cool. In der letzten Sekunde hat er dann doch noch den Dreh gekriegt, sich zu erholen. Die Sachen werden hier fertig gebaut. Wir wissen endlich, dass wir auch geilere Sachen bauen können. Geilere Türen, geilere Wände. Das werde ich jetzt nach und nach in Angriff nehmen, weil nur Holzwände ist bescheiden. Gerade so hier in den Wohnbereichen, das möchte ich ändern. Kann ich die Sandsäcke auch? Anders kann ich alles machen. Alles. Vergnügen, Struktur, Produktion, Möbel, Sicherheit. Nee, das leider nicht. Okay. Ich würde sagen, wir sind am Ende einer Folge RimWorld angekommen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, zuzuschauen, dann lasst es mich doch bitte wissen. Schreibt gerne was in die Kommentare. Wir sehen uns zur nächsten Episode wieder. Bis dahin. Beste.